Patrick Ehring, es bleibt ein Klassiker gegen den HC Davos. Was ist die grosse Herausforderung auch heute gegen eine Mannschaft, die eben dringend auf Punkte angewiesen ist? Ja, ich glaube, es sind zwei Teams, die dringend auf Punkte angewiesen waren heute Abend. Und, ja, ich glaube, schlussendlich ist es sehr, schnelles Spiel gewesen. Wir wissen, dass wenn du gegen Davos kommst, geht es vor allem Nord-Süd. Musst du schauen, dass sie mir ihr Tempo nicht ausnutzen können. Und ich glaube, es war sicher ein interessantes Spiel für die Zuschauer. Und ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Wir sprechen jetzt an, Zuschauer. Vor zwei Jahren haben wir das erste Mal Geisterspiel gehabt. Jetzt endlich auch mal wieder ohne Auflagen. Wie haben Sie das eigentlich aufsaugen auch als Mannschaft? Ja, absolut. Der dritte Rang sinkt wieder, es wird wieder vermehrt Stimmung gemacht. Ich meine, mit dieser Maske war es halt etwas anderes gewesen, aber das ist jetzt passé. Mich hat es angeschissen, dass wir am Dienstag nicht gewinnen konnten, wo schon recht viele Fans in die Halle geströmt sind. Aber jetzt haben wir Reaktion gezeigt und die wichtigen drei Punkte können holen.